Hallo und herzlich willkommen auf dem Bewegatelier. Mein Name ist Roberta. Heute ein Rezept für einen Blechkuchen. Ein Kuchen, aber ohne Zuckerzusatz. Es war für mich eine Herausforderung, die richtige Süßigkeit im Teig wiederzukriegen, ohne Saccharose, ohne Zucker. Ich war aber zum Schluss wirklich sehr überrascht vom Geschmack her. Wenn man will, kann man natürlich Zucker hinzufügen. Wenn ihr nicht bereit seid, einen Kuchen komplett zuckerfrei zu essen, das ändert weder die Konsistenz noch das Ergebnis. Wir brauchen natürlich Zeit, wenn wir unseren Körper an neue Geschmäcker angewöhnen wollen. In 4 Minuten, so lange dauert das Video, werdet ihr sehen, wie diesen Kuchen zuzubereiten ist. Ganz einfach, ganz schnell. Und vielleicht bleibt ihr auch so überrascht wie ich. Ich erinnere euch, dass alle Mengen der Zutaten unten in den Beschreibungen sind, unter dem Video. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und jetzt schauen wir gemeinsam, wie diesen Kuchen zuzubereiten ist. Sieben wir jetzt das Mehl. Und die Kartoffelstärke. Fügen wir jetzt eine Packung Backpulver und eine Prise Salz hinzu. Zitronenzest und Vanillemark. Wie man gesehen hat, ich habe keinen Zucker hinzugefügt. Sonnenblumenöl und pflanzliche Milch hinzufügen. Als pflanzliche Milch könnt ihr aus Soja, Mandel, Hafer, Reis, Milch aussuchen. Wenn der Teig zu fest bleibt, weitere Milch oder Wasser oder Apfelsaft ohne Zucker kann man dazugeben. Ich habe keinen Apfelsaft zu Hause gehabt und ich habe Wasser untergemengt. Teig ins Blech schütten. Und mit Bananen und Erdbeeren dekorieren.
mit Mandeln und Mohnsamen weiter dekorieren. Optional ist der Agavensirup auf die Bananen. Im vorgeheizten Ofen mit 170 und 180 Grad 40 Minuten backen mit obere und untere Hitze. Der Kuchen ist fertig, am besten am nächsten Tag verkosten. Wenn das Rezept euch gefallen hat, ich würde mich auf eure Like freuen. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Ciao, Dankeschön.